Tschüss. Tschüss. Wunderschönen guten Morgen, Deutschland. Hola, Sere, hola, mi gente. Was geht ab, meine Besten? Euer Boy, El Mio Cubanito, ist mal wieder weg am Start. Und ja, mi gente, ihr könnt den Titel lesen. Heute mal wieder unterwegs mit unseren Wunderkinder. Sprich zum einen mit dem Kennern, ja. Mit dem haben wir schon das 1-Millionen-Video gehabt. Da warst du, glaube ich, auch dabei, ne? Ja, Isaac. Cool. Wir hätten so schnell geht's, aber hier schnell die Straße übernehmen, auf locker, entspannt. Und wir hätten, wir werden auch noch den Junior von Fortuna Düsseldorf verfolgen, abchecken. Und naja, ich würde sagen, wir sind sehr, sehr gespannt. Vor allem der Kennern, sehr, sehr starker Kicker von Bayern München. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Center Cup. Da spielen auf jeden Fall sehr viele Teams mit. Da spielt wieder Inter Mailand spielt mit, Tottenham, Bayern München logischerweise und viele andere Teams. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir. Weil sonst verpasst ihr das erste Spiel von Kenan. Let's go, vamos, komm, 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 vamos, komm. Und da in der Mitte ist er, Kenan, unser Abonnent. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei den München noch andere Abonnente sind. Das können wir nachher dann mal fragen. Und ja, von der Gegenmannschaft, ich muss sagen, die halten echt gut dagegen. Die haben gute Kicker, vor allem die Nummer 9 ist mir bis jetzt sehr aufgefallen. Die haben auch gute Laufwege nach vorne und hat echt Pace. Boah! Boah! Hätte er ihn durchgelassen, wäre er genau auf Kenan. Schön, Kenan! Boah, schöner Ball! Was ein Pass! Boah. Da hinten könnt ihr sie sehen, im orangenen Trainer. Das sind die Jungs von Galatasaray. Also Leute, auch Gala ist hier. Aber hier geht es natürlich weiter mit dem FC Bayern und deren ersten Spiel. Ich glaube, aktuell sind so um die 12, 15 Minuten gespielt. Das ist bleiben noch 10 Minuten für das Team von Kenan, hier den ersten Sieg einzufahren. Schön. Schön, Kenan. Schieß! Eieieiei, da wäre es gewesen. Wow, ich hab's ja gesagt, diese Nummer 9 ist enorm stark. Ich hab's ja noch gesagt, diese Nummer 9 ist einfach. Kenan. Boah, stark, Kenan. Hey, Alpha! Das ist der Kenan, mein Junge. Mein Junge. Boah, wer hatte da bitte die Verteidiger ausgetanzt? Das ist einfach Kenan. Und jetzt macht er auch den Elfmeter. Auf geht's. Boah, was eine Aktion, mir hätte. Das soll mir einer sagen. Er ist nicht der Beste in seinem Jahrgang, Leute. Technisch macht ihm gar keiner was vor. Was machst du? Locker. Schön, Kenan! Schön, genau so. Stark gemacht, super 1, super 1. Aussichtbar? Mhm. Echt durchpassen. Mhm, mhm. Tschüss! Tschüss! Oh! Oh, mein Gott! Was ein Tor, der Junge ist einfach on fire! Der Junge ist einfach on fire! Holy shit! Save this boy on fire! Helena und die Mannschaft hier auf dem Rasen. Präsentiert von Pascal Schneider, steht dafür im Meisterbetrieb. Ja, hey, genau. Sponsor. Alles gut? Ja, Gruppe. Wann habt ihr nächstes Spiel? Okay, mir hat das zweite Spiel für unseren Abonnenten, den Kennern. Das erste Spiel souverän gewonnen mit 2:1. Jetzt geht es gegen Galatasaray Istanbul. Leute, erstes Spiel ziemlich stark gespielt. Also die darf man definitiv nicht unterschätzen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass auch hier wieder die Bayern die Oberhand haben werden und das Spiel hoffentlich souverän gewinnen werden. Wir drücken natürlich die Daumen.
Übrigens noch eine Info, und zwar die Nummer 9. Also jetzt zwar, nee, der ist außen links. Der Ricardo ist auch ein Abonnent von mir, also eigentlich die komplette Mannschaft. Aber ja, das noch so als Info. Und da ist er auch im Zweikampf, und da ist wieder Kenan. Starke Balleroberung. Schön da Ricardo. Oh, der hat Pace, der Junge. Der ist schnell und flink und holt den ersten Eckball raus für die Bayern. Hast du. Drauf. Schön. Schön. Genau so. Foul, ey. Oh. Jawohl. Und der verschießt ihn da. Gut für uns. Oi. Schön. Ricardo und Kenan. Ey, Schiri. Kannst du mal Geld geben? Junge. Ja, Kenan läuft nicht mehr allzu rund. Hat auch Schmerzen. Jetzt muss er, glaube ich, sogar vom Platz. Ja, Kenan muss, glaube ich, leider raus. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Ich hoffe echt sehr, sehr stark, dass das nichts Schlimmes ist. Er zeigt auf den Oberschenkel. Hat da wahrscheinlich einen Schlag bekommen. Wir drücken da auf jeden Fall auch die Daumen, dass das nichts Schlimmes ist. Bei Laurenz, Maulaku, die 3, immer Faux, immer die 4, Melinda, immer 5, Ruben, Zumon, 6, Manuel. So, Mihente, Kenan leider verletzt. Ich glaube, für ihn geht es nicht mehr weiter. Aber für wen es weitergeht, ist der Junior. Ihr könnt es hören. Ein paar Bros hier am Start. Okay, auf jeden Fall. Ja, wir werden nachher den Junior noch verfolgen. Werde ich sehr, sehr gespannt sein. Ich habe auf Insta schon ziemlich viele Skills von ihm gesehen. Also ich glaube, der Junge hat es definitiv drauf. Wir sind gespannt, und jetzt würde ich sagen, jetzt sehen wir uns beim ersten Spiel von den Jungs aus Düsseldorf. So, wir sind auf jeden Fall hier, Junior. Wie geht's dir? Alles klar? Ja. Ja? Mal rein, ja? Ja. Okay, Mente, Junior ist jetzt auf dem Platz. Rechter Flügel. Come on, Bro. It's your time to shine. Zeig uns, was du drauf hast. Schön, geh. Start. Flanke. Ja. Oh la la, was eine Aktion für der Nummer 6. Starke Aktion für der Nummer 6, wow. Was eine Taktik, ja? Okay, mir hat der erste Spiel Fortuna Düsseldorf nach 5 Minuten. Boah, stark, Junior! Klasse, Junior! Oh, was ein Safe von Thomas! Schieß! Oh mein Gott! Ist denn das die Possibility? Stark, Junior! Weiter, schon gut gespielt, weiter! Die SV Elversberg im Saal. Zweites Spiel, dieses Mal Junior von Anfang an mit dabei. Rechte Seite. Und, ja, zweites Spiel gegen Tottenham heute. Junior jetzt mit dabei, wieder auf der rechten Seite. Lang. Geh, komm. Zieh rein, reinziehen. Geh. Oh. Start, Junior! Oh. Schön, Junior! Echt so mit Ball. Okay, geh! Klasse! Oh mein Gott! Geh, Junge, geh, zieh! Letzter, und du wirst schon. Genau, Bruder, genau! Genau, Bro, schieß! Ja, Mann, come on!
Genau das habe ich ihm gesagt, in die Box rein. 1-0 für genau die Fortuna Düsseldorf. Lass ihn, Junior! Ja, die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Okay, Mente, ich bin jetzt hier mit Junior. What's up, Bro? Alles klar bei dir? Ja. Ja? Auf jeden Fall, Junior, wir haben es gesehen auf dem Platz. Du hast definitiv Skills drauf. Respekt. Ja. Wie hast du mich auf YouTube gefunden oder wie lange guckst du schon meine Videos? Die Profis damals, so mit Adama Traoré und so. Ah, okay. Ja. Das Video mit Adama Traoré. Ja. Okay, okay. Und ja, du spielst jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Was denkst du, wie weit kommt ihr? Boah, ich weiß nicht. Halbfinale, Viertelfinale. Ich kann nicht. Finale, oder? Ja, hoffe ich. Aber mein Ziel ist das so, im Finale zu kommen. Sonst. Ja. Und ich habe gesehen, auf deinen Schuhen, Bro, hast du was richtig Starkes. Das habe ich vorgesehen. Der Isaac hat es mir auch gesagt. Ja. Da steht einfach, was steht da drauf? Mama? Ja. Okay. Warum steht da Mama drauf? Also eigentlich, ich liebe meine Mutter so, weil die hat mich so in 9 Monaten im Bauch getragen. Wow. Okay. Wow. Also, ich liebe es einfach. Ehrenbruder, Ehrenbruder. Ja, Mann. Mama best auf jeden Fall. Willst du noch etwas sagen? Willst du jemanden grüßen oder so? Eigentlich, ich meine, ganze Mannschaft, okay. Kameraden und so, ja. Ich liebe euch alle und ja, bleibt gesund dann. Okay, korrekt. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Dankeschön, Bro. Korrekt. Leute, folgt ihm alle. Er ist unten verlinkt in der Beschreibung. Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt. Noch einmal. Bis. Ciao. Okay, Mente, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Leider, tut mir auch noch leid für ihn, für Kenner, dass er sich verletzt hat. Aber ist halt nun mal so, das gehört auch leider, muss man sagen, zum Fußball. Gute Besserung an dich, Kenner. Wir sehen uns heute nochmal. Und falls ihr Bock habt, kommt vorbei zum Zender Cup. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt mir auf Instagram und schreibt mir unten in die Kommentare, wo ich als nächstes ein Spiel von euch schauen kommen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns. Folgt mir auf Instagram.